Bist du bereit, die Motorhaube zu öffnen? Use-Tool für die Tutorials. Und für die Autoteile ist die Mr. Auto App der richtige Reflex. Praktisch, schnell und günstigere Preis als auf der Website. Nimm dir für diesen Vorgang den Innenraumfilter zur Hand, den du in der Videobeschreibung findest. Schalte die Zündung deines Autos aus, ziehe die Handbremse an und öffne die Motorhaube, indem du am entsprechenden Hebel ziehst. So hast du Zugriff auf den Flansch des Innenraumfilters, der sich links vom Windschutzscheibenrahmen befindet. Entferne die Abdeckung, indem du auf die drei Haltelaschen drückst. Spreize mit einem Flachschraubenzieher die Laschen der Abdeckung der Haltevorrichtung. Drücke darauf und öffne gleichzeitig die Abdeckung. Entferne den Innenraumfilter, der aus zwei Teilen besteht. Hallo, wenn dir dieses Video geholfen hat, like es und abonniere dich. Es gibt drei Arten von Innenraumfiltern. Die weißen sind sogenannte Pollenfilter, während man die schwarzen Aktivkohlefilter nennt. Der erste verhindert das Eindringen von Staub, während der zweite Gerüche und Gase herausfiltert. Als Neuerscheinung auf dem Markt können die Filter der neuesten Generation neben Pollen und Gerüchen auch sehr feine, oft allergene Partikel filtern. Trotz etwas höherer Kosten kann sich die Investition in diese Technologie durchaus lohnen. Setz die beiden kleinen Filter ein und beachte dabei auf die auf dem Filter angegebene Einbaurichtung, die die Luftströmungsrichtung anzeigt. Schließe die Haltevorrichtung wieder. Die Pfeile müssen nach unten zeigen. Setz die Abdeckung wieder auf. Vorgang beendet. Like das Video und abonniere dich. Das war wirklich cool.